Zeit brauchst du so nachts zum Einschlafen? Halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Schau mal auf meine Hand. Schlaf. Tiefer, 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 tiefer. Hallo, guten Morgen. Wie geht's dir? Ja, was? Sag mal, warum schläfst du denn hier auf dem Boden? Weißt du nicht. Fühlt sich aber gut an, ne? Jetzt wirklich viel. Ich muss echt immer mit drauf werden. Kannst du aufstehen? Ich komme ja auch. Das geht nicht. Hast du bestimmt vorher nicht so geglaubt, dass das funktioniert, ne? Und wieder hoch. Wieder runter, wieder hoch. Wieder runter, warte. Weißt du, was jetzt passiert ist? Nein. Ich kann aufstehen, du nicht mehr. Ja. Wie fühlt sich das an? Ich komme nicht mehr. Kommst du nicht hoch? Nein. Hast du dir vorhin den Finger im Ohr gesteckt, als ich das gesagt habe? Ja. Das ist sehr brav. Dann mach das jetzt bitte nochmal. So, jetzt kommst du wieder hoch. Sehr schön. Okay, aber den Finger, den kriegst du jetzt nicht mehr raus. Versuch mal. Warum geht das denn? Du musst dir mit den anderen Fingern jetzt auf der Nasenspitze fassen. Dann geht's. So, jetzt nimm den Finger raus. Jetzt fällt der Finger weg. Lustig, ne? Okay. Hast du schon mal Selbsthypnose gemacht? Nein. Geht ganz einfach. Ich zeig dir das mal. Schau mal auf deine Hand. Und schlaf. Tiefer, 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 tiefer. Du schläfst im Stehen. Tiefer. Du stehst sicher und gerade. Und die Hand geht jetzt nach oben und bleibt einfach so. Und du winkst den Leuten jetzt. Du stehst ganz sicher auf deinem Platz. Und du machst jetzt ein bisschen das linke Mädchen. Du schläfst tief und fest. Und du winkst. Wenn ich dich wecke, sage ich dir, ist dein Körper so schwer wie Blei. Ihr LKW-Fahrer habt ja so mit manchmal so Konzentration und Schlafen so zu tun, ne? Ja. Würdest du mir versprechen, versuchen, jetzt hier nicht mehr einzuschlafen? Ja. Versprochen. Ja. Du schläfst auf gar keinen Fall mehr ein. Nein. Wirklich versprochen. Schlaf tiefer, tiefer sinken lassen, immer tiefer. Mal dahin. So. Du hast ja vorhin gesagt, du verstehst. Hast du mich verstanden, was ich gesagt habe? Ja. Okay, dann so. Und je lauter der Applaus jetzt gleich vom Publikum ist, desto tiefer geht ihr nochmal in die Hypnose. Je lauter der Applaus ist, desto. Ist dein Name wie ausgelöscht. Du weißt überhaupt nicht mehr, wie du heißt. Selbst wenn du es wüsstest, könntest du deinen Namen auch überhaupt nicht mehr aussprechen. Dein Name ist komplett aus deinem Gedächtnis gestrichen. Wenn ich dich gleich wecke, sage ich dir, weißt du deinen Namen nicht mehr. Egal wie viel Geld ich dir da geben würde, du kannst ihn gar nicht mehr aussprechen. Hallo, kannst die Hand ruhig runternehmen. Ja. Ich war nochmal der Elimas und wer warst du nochmal? Hä? Hä? Ich bin der Elimas und wie heißt du? Was? Wie? Keine Ahnung. Das ist aber ein komischer Name, ne? Keine Ahnung. Deine Eltern? Wie viele Kinder haben die? Zwei. Zwei. Und wie heißen die beiden? Christina. Und? Ein unbekanntes Kind. Du zählst dich gar nicht mehr dazu, ne? Pass auf, ich schläf jetzt einmal mit meinem Finger. Danach kannst du deinen Namen einmal wieder sagen. Aber wenn du ihn einmal gesagt hast, hast du ihn wieder vergessen. Wie heißt du? Marie. Wie heißt du? Ich vergesse auch schon mal Namen. Kann ja mal passieren, ne? Der Applaus, den du hast gehört, hier. Komm mal, ich mach dir.